Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute rezensiere ich für den Verlag, für den Avant Verlag, das Buch von Steffen Querneland. Ich hoffe, das ist halbwegs richtig ausgesprochen. Ein Freitod. Das Buch kostet neu 28 Euro. Ihr findet wie immer die Angaben zum Buch, also den Link direkt zum Buch in der Videobeschreibung, sodass ihr dann direkt auf die Seite des Verlags kommt, wo ihr das Buch erwerben könnt. Über den Autor weiß ich nicht. Also ich habe während des Buches erfahren, dass er noch mehrere Bücher geschrieben hat, beziehungsweise Comics verfasst. Wie macht man das eigentlich? Comics geschrieben hat, gezeichnet hat, angefertigt hat. Das wäre dann übrigens auch der erste Kritikpunkt, aber da komme ich gleich zu. Also wir haben hier eine Graphic Novel, / Comic über den Suizid des Vaters des Autors. Also es ist ein Mix aus realistischen Darstellungen, also das ist einfach ein Foto. Dann gibt es aber auch Zeichnungen, die einfach sehr realistisch gehalten sind. Und dazwischen, also ich kann euch das mal so zeigen, hier ist das so aufgeteilt. Da seht ihr alles an Stilmitteln, was da ist. Dann gibt es immer wieder auch schwarze Seiten, da komme ich auch zu. Und dann wirklich Comiczeichnungen. Deswegen war ich mir mit der Bezeichnung des Buches so unsicher. Und es wird hier nicht nur erklärt, was es für ein Suizid war, sondern eben auch und vor allem, was es mit der Familie des Vaters gemacht hat, dass er sich das Leben genommen hat. Und man erfährt zu Beginn viel über seinen Charakter. Es ist sehr ehrlich, das fand ich wirklich beeindruckend, wie ehrlich er über seinen Vater hier schreibt. Also er bezeichnet auch negative Seiten des Charakters seines Vaters. So erfahren wir zum Beispiel, dass Alkohol mehr genossen wurde, als es ihm vielleicht zuträglich war. Wir erfahren über ambivalentes, rassistisches Gedankengut, was da irgendwie auch angelegt war im Vater. Ich musste, als ich das gelesen habe, dass er zwar Vorbilder hat, die afrikanisch meinetwegen sind, also wie Boxer, Muhammad Ali zum Beispiel, und trotzdem gleichzeitig auch sich rassistisch über Menschen anderer Hautfarbe äußern konnte. Und das kenne ich tatsächlich aus meiner eigenen Kindheit und Jugend, dass das Erwachsene tun. Und ich glaube, das ist so Reflex dieser Zeit, dieses Generationenwechsels irgendwie. Das ist auf jeden Fall was ich öfter feststelle, dass da so ein Bruch scheinbar stattgefunden hat im Paradigma unserer Gesellschaft und dass das aber nicht nahtlos vonstatten ging, dass man jetzt einfach den Rassismus ad acta gelegt hat, sondern dass das immer noch mal wieder durchbrach, bis man sich dann positioniert hatte, auch nach außen hin und auch kommunikativ. Also das fand ich war ziemlich gut dargestellt. Ich möchte noch was zum Aufbau sagen. Und zwar fand ich das mit den schwarzen Seiten sehr passend gemacht. Man hat also ich könnte nicht genau sagen, wie thematisch es getrennt ist durch die schwarzen Seiten, aber es ist auf jeden Fall thematisch getrennt. Also hier zum Beispiel sind einfach Bilder auch aus der Vergangenheit und aus der Kindheit. Und dann kommt halt diese schwarze Seite und dann kommt zwar auch noch ein bisschen Kindheit, aber es geht schon in die Gegenwart, weil das Fabrikgebäude ist, in dem sein Vater tätig war, beruflich tätig war. Und so finde ich, ist das eigentlich immer ganz gut gemacht. Und dieses Schwarz zieht sich auch durchs ganze Buch. Also wir haben zum Beispiel auch Seiten wie diese, die den Selbstmord verdeutlichen. Und ich glaube, diese schwarzen Seiten sind immer mal wieder Verdeutlichungen davon, wie Trauer übereinkommt. Also so habe ich mir das jetzt erklärt. Ich finde, der Autor erklärt sowieso ganz toll und ganz menschlich und nah, wie Trauer ablaufen kann. Also von Wut und Unverständnis und ja, absoluter Traurigkeit einfach ist dieses Spektrum super weit. Also man hat nicht immer Trauer, man hat nicht immer Wut, sondern das wechselt. Und vor allen Dingen hat man es nicht in der Hand, wann das wechselt. Und das hat er sehr, sehr deutlich gemacht. Er bezieht auch die Familienmitglieder mit ein. Also ich habe mich manchmal gefragt, wie gut seine Mutter das wohl findet, wie ehrlich er hier ist. Aber am Ende bedankt er sich tatsächlich auch bei ihr, bei der Mitwirkung dieses Buches. Und von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass sie das weiß, was hier so drin steht und dass das in Ordnung ist. Es hat mich sehr mitgenommen.
Ich habe am Anfang noch gedacht, die Zeichnungen würden es mir erleichtern, Abstand zu gewinnen. Gerade diese comicartigen Zeichnungen, die gar nicht so sehr meinem Geschmack entsprechen, habe ich gedacht, würden das irgendwie auf Distanz halten. Aber es war tatsächlich nicht der Fall, im Gegenteil. Also durch diese Vielfältigkeit im Stil setzte unweigerlich auch immer so eine Art Umdenken ein. Also jetzt nicht so ein basales Umdenken, aber schon so, dass man nochmal ja, tatsächlich auch in eine andere Perspektive ging. Und ich fand es schön, wie vielseitig das beleuchtet wurde und auch mit wie viel Humor und Respekt rangegangen wurde. Kritikpunkte meinerseits. Ich mag es nicht, es ist aber eine ganz persönliche Sache, wenn Autoren in ihren Büchern andere ihrer Bücher bewerben. Ich mag das einfach nicht. Ich finde, das ist... ich mag da Bescheidenheit lieber. Man könnte es ja hinten einfach aufführen unter andere Autoren, andere Bücher dieses Autors oder sowas. Aber wenn man dann selber im Verlauf des Buches auf eigene andere Bücher verweist, hinterlässt das bei mir immer so einen Fadennachgeschmack. Ist jetzt nicht nur bei ihm so, das mag ich einfach generell nicht so gerne. Und ich hatte noch, das ist auch wieder absolut persönlich, manche Menschen stört das vielleicht nicht, ich hatte auch ein Problem damit, ich mag es nicht, wenn Augen so gezeichnet sind. Ich finde das einfach gruselig. Vielleicht bin ich da ein Angsthäschen, aber ich finde das einfach, wenn man jemandem die Augen nimmt, das ist sowas Entmenschlichendes. Und ich habe bis zum Schluss nicht verstanden, warum dieses Mittel angewandt wurde. Also es zieht sich durch, es ist immer mal wieder, manchmal auch ganz krass. Wobei hier macht es, also fand ich einfach diese Schwarz-Weiß-Zeichnung des Vaters so beeindruckend, aber ich hätte diese leeren Augenhöhlen nicht gebraucht. Ich habe das nicht verstanden bis zum Schluss, warum das jetzt so als Mittel benutzt wurde. Was ich auch spannend fand, war, dass man quasi diese dritte Wand durchbrochen hatte, indem der Autor einen mitnahm bei der Entstehung des Buches, das man gerade in der Hand hat. Also da gibt es zum Beispiel eine Seite, wo er einfach zeigt, wie dieses Comic oder diese Graphic Novel entstanden ist. Das fand ich auch spannend. Und da gibt es noch andere Querverweise. Genau. Ich finde, es ist total empfehlenswert. Ich finde es immer interessant zu sehen, wie gehen andere Menschen damit um. Vielleicht ist es auch ein ganz kleines Stück Voyeurismus, dass man sich für solche Sachen interessiert. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist der Tod noch so das größte Mysterium und Suizid ist ja eine ganz besondere Form davon. Und ich glaube, deswegen übt das so eine Faszination aus. Und ich finde das hier ein gelungener Umgang damit. Es ist respektvoll, es ist niveauvoll und ich finde, es ist auch liebevoll gemacht. Also es ist in jeder Hinsicht gut umgesetzt. Und deswegen kann ich das Buch sehr, sehr empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, ist die Rezension von Anne vom Kanal Literaturlärm. Die hat das Buch auch besprochen, auch auf eine ganz tolle Art. Und das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Ja, und viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich empfehle euch das Buch, ich verlinke dieses Buch. Und traut euch auch an solche Themen. Ich finde, hier ist es ziemlich gut aufgearbeitet. Ja. Das war es an dieser Stelle von mir. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.